Am 28. Februar 2022 wurde die erneute und neue Version der S3-Leitlinien-Empfehlung zur stationären Therapie von Patienten mit Covid-19 auf der Homepage der AWMF veröffentlicht von Stefan Kluge als Leitlinienkoordinator und verschiedenen Koordinatoren. Federführende Fachgesellschaften sind die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie, die DGI. Hier die Autorinnen, allen voran Stefan Kluge. Ganz besonders möchten wir hinweisen auf das Team des Covid-19-Evidenz-Ökosystems, COSIS-Projektes, mit Falk Fichtner, Sven Laudi, Miriam Stegemann, Stefanie Weibel und Nicole Skötz, aber auch im Hintergrund noch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die an der Evidenzgenerierung gearbeitet haben. Das sind die 18 beteiligten Fachgesellschaften, auch eine Patientenvertretung individueller Betroffener hat an der Leitlinie mitgewirkt. Das sind die Kapitel. Wir hatten ja bereits Einleitung, Präambel und medikamentöse Therapie vorgestellt und wollen hier in diesem Clip nun die Thromboembolie-Prophylaxe, Antikoagulation und Maßnahmen bei akuter hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz vertiefend erläutern. Nochmals die Empfehlungsgraduierung der AWMF. Wir haben insgesamt drei Symbole, die wir einsetzen, die der starken Empfehlung entsprechen, mit zwei Pfeilen rauf, einer Empfehlung mit einem Pfeil rauf und einem horizontalen Pfeil. Das ist eine offene Empfehlung und das Wording ist dann immer soll, sollte, soll nicht, ein Pfeil rauf, sollte, sollte nicht und wenn das eine offene Empfehlung ist, kann erwogen werden, kann verzichtet werden. Ist eine Evidenzanalyse durchgeführt worden, wird noch zusätzlich ein Empfehlungsgrad ausgesprochen, A, B oder 0. Thromboembolieprophylaxe, Antikoagulation und zunächst Thromboembolieprophylaxe bei ambulanten Patienten. Empfehlung 13. Bei ambulanten Covid-19-Patienten ohne Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf soll eine Thromboembolieprophylaxe nicht eingesetzt werden. Darlegung der Evidenzgrundlage. Für die Thromboembolieprophylaxe prophylaktische Dosierung ambulanter Patienten kann aufgrund des Vorliegens von zwei randomisiert kontrollierten Studien zu Covid-19-Patienten mit mildem Krankheitsstatus, die eine nur geringe Patientenzahl untersucht haben, keine verlässliche Aussage hinsichtlich patientenrelevanter Endpunkte getroffen werden. Die Standard-Thromboembolie-Prophylaxe zeigt im Vergleich zur Placebo-Behandlung keine Vorteile im Hinblick auf die Mortalität, die Hospitalisierungsrate kombiniert mit dem Ereignis Tod, die Hospitalisierungsrate aufgrund kardiopulmonaler Ereignisse kombiniert mit dem Ereignis Tod oder das Auftreten von jeglichen thrombotischen Ereignissen. Die Standard-Thromboembolie-Prophylaxe führt zu einer leichten, nicht signifikanten Verbesserung des klinischen Status asymptomatisch nach 28 Tagen. Die Standard-Thromboembolie-Prophylaxe führt zu geringen bis zu keinen Nebenwirkungen jeglicher unerwünschten Ereignisse im Vergleich zu Placebo. Bezüglich schwerwiegender unerwünschter Ereignisse SAEs und schwerer Blutung zeigt sich ebenfalls kein Unterschied. Empfehlung 14. Bei alten und oder vorerkrankten Patientinnen und Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion und einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf, die mindestens teilweise immobil sind, kann eine medikamentöse Thromboseprophylaxe mit einem niedermolekularen Heparin erfolgen, zum Beispiel Enoxaparin subkutan, Dosierung einmal 4000 Einheiten pro Tag, falls ein BMI über 35 bzw. Kilogramm größer 100, Körpergewicht größer 100 Kilogramm vorliegt oder eine früher stattgehabte Thromboembolie, dann zweimal 4000 Einheiten pro Tag subkutan. Achtung, nicht bei oraler Antikoagulation, vorsichtige Abwägung bei bestehender ASS-Dauertherapie, gegebenenfalls dann hier eine PPI-Dauerprophylaxe ab dem 65. Lebensjahr. Grundlage für den Expertenkonsens ist die Erfahrung, dass im ambulanten Bereich schwerkranke, teils immobile Patientinnen und Patienten versorgt werden, die mit stationär behandelten Patientinnen und Patienten vergleichbar sind, die standardmäßig eine Thromboembolie-Prophylaxe erhalten. Für eine routinemäßige Prophylaxe mit Antikoagulantien in der ambulanten Versorgung gibt es derzeit keine ausreichende Evidenz.
Allerdings hat eine nationale Beobachtungsstudie aus Schweden in den ersten 14 Tagen nach Krankheitsbeginn das Risiko eines akuten Myokardinfarkts mit 6,61, Konfidenz 3,56 bis 12,20 und das eines Schlaganfalls mit 6,74, Konfidenzintervall 3,71 bis 12,20 beziffert. Eine Kohortenstudie aus Japan zeigt eine schlechtere Prognose von Patienten, wenn sie bei Krankenhauseinweisung erhöhte Dedimere aufweisen. Eine britische Beobachtungsstudie zeigt einen Vorteil von prophylaktischer Antikoagulation innerhalb von 24 Stunden nach Krankenhauseinweisung bezüglich der Mortalität an Tag 30. Die Frage einer ambulanten Thromboembolie-Prophylaxe im Anschluss an einen stationären Aufenthalt wurde in der Michel-Studie untersucht. Hierzu wurde die für eine Prophylaxe nach orthopädischen Eingriffen bzw. einer über 6 Monate zurückliegenden venöse Thromboembolie zugelassene Dosis von 10 mg Rivaroxaban bei Patienten mit erhöhtem Risiko für eine venöse Thromboembolie oder Dedimeren größer 500 Nanogramm pro Milliliter eingesetzt. Entgegen dem Studienprotokoll berichtete die Studie einen abgeänderten primären Endpunkt im Sinne eines Selective Outcome Reporting, sodass eine seriöse Aussage über den Nutzen nicht möglich ist. Eine nach Entlassung fortgesetzte venöse Thromboembolie-Prophylaxe bleibt daher weiterhin eine individuelle Entscheidung. Thromboembolie-Prophylaxe bei stationären Patienten. Empfehlung 15. Hospitalisierte Patienten mit Covid-19 sollen in Abwesenheit von Kontraindikationen eine standardmäßige medikamentöse Thromboembolie-Prophylaxe mit niedermolekularem Heparin erhalten. Alternativ kann Fondaparinux zur Anwendung kommen. Thromboembolische Ereignisse sind eine häufige Komplikation bei Covid-19 und betreffen vorwiegend das venöse, jedoch auch das arterielle Gefäßsystem. Alle stationär behandelten Patienten sollen daher zur Prophylaxe einer venösen Thromboembolie niedermolekulares Heparin in einer für den Hochrisikobereich zugelassenen Dosierung erhalten, zum Beispiel Enoxaparin 4000 Einheiten, Dalteparin 5000 Einheiten, Tinzaparin 4500 Einheiten, Sertoparin 3000 Einheiten, Nadoparin kleiner 70 kg 3800 Einheiten, größer 70 kg Körpergewicht 5700 Einheiten. Alternativ zum Beispiel Heparinunverträglichkeit oder stattgehabter Heparin-induzierter Thrombozytopenie der HET ist die Gabe von Fondaparinux möglich. Die Empfehlung basiert auf der S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie. Der Nutzen einer medikamentösen VTE-Prophylaxe, vorzugsweise mit niedermolekularem Heparin, bei stationären Patienten mit akuten internistischen Erkrankungen und Bettlägerigkeit, wurde in mehreren randomisierten Studien prospektiv untersucht. Bezüglich hospitalisierter Patienten mit Covid-19 liegen zwar keine spezifischen Studiendaten zur VTE-Prophylaxe vor, die bisher verfügbare Evidenz ist aber auf die Pandemiesituation übertragbar. Unter Berücksichtigung von Kontraindikationen reduziert die Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin oder alternativ mit Fondaparinux hochwirksam das venöse Thromboembolie-Risiko, ohne das Risiko für schwere Blutungen signifikant zu erhöhen. Empfehlung 16. Bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19 sollte keine halbtherapeutische Antikoagulation erfolgen. Empfehlungsgrad B, Pfeil nach unten. Die Evidenzgrundlage umfasst 3 randomisiert kontrollierte Studien, von denen 913 hospitalisierte Patienten in die Meta-Analyse einbezogen werden konnten. In einer prospektiv randomisierten Studie an 600 Intensivpatienten zeigte die Antikoagulation mit niedermolekularem Heparin in intermediärer, das heißt halbtherapeutischer Dosis, Enoxaparin 1 mg pro Kilogramm Körpergewicht, gegenüber der Standard-MNH-Standardprophylaxe Enoxaparin 40 mg, keine Vorteile bezüglich des kombinierten Wirksamkeit-Endpunktes aus venöser oder arterieller Thromboembolie, Notwendigkeit einer ECMO-Therapie und 30-Tages-Mortalität. Die Ereignisrate 45,7% versus 44,1%, Odds-Ratio 1,06, das Konfidenzintervall 0,76 bis 1,48, statistisch nicht signifikant mit einem P-Wert von 0,70. Bei vergleichbarer venöser Thromboembolierate 3,3% versus 3,5% waren klinisch relevante Blutungen mit 6,2% versus 3,1% numerisch, nicht jedoch statistisch signifikant häufiger
unter der intensivierten Antikoagulation. Hier die Odds Ratio 2,02. Das Konfidenzintervall ist sehr breit, 0,89 bis 4,61. Keine statistische Signifikanz. Auch die 90-Tage-Sterblichkeit war nicht signifikant verändert. Eine weitere randomisierte prospektive Studie an 176 Patienten auf der Intensivstation oder mit Gerinnungsaktivierung zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen einer halbtherapeutischen und standardisierten Prophylaxe bezüglich der Endpunkte 30-Tages-Mortalität, arterielle oder venöse Thromboembolien und schwere Blutungen. Eine weitere randomisierte Studie in einem gemischten Kollektiv, die vorzeitig abgebrochen wurde wegen Rekrutierungsproblemen, zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. Für die Gabe einer Antikoagulation in halbtherapeutischer Dosis, Intermediate Dose Anticoagulation, bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19 unabhängig von der Krankheitsschwere kann aufgrund der aktuellen Evidenz aus den drei vorliegenden randomisiert kontrollierten Studien kein Vorteil hinsichtlich der Mortalität nach 30 und 90 Tagen oder des Auftretens venöser thromboembolischer Ereignisse nach 30 Tagen festgestellt werden. Der kombinierte Endpunkt aus Mortalität und venösen thromboembolischen Ereignissen zeigte ebenfalls keinen Unterschied zwischen Interventions- und Kontrollgruppe, Thromboembolieprophylaxe, Niedrigdosis. Patienten, die mit einer Antikoagulation in halbtherapeutischer Dosis behandelt wurden, tendierten vermehrt zu schwerwiegenden Blutungen innerhalb von 30 Tagen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Moderate Qualität der Effizienz für den Endpunkt 30-Tages-Mortalität, ansonsten niedrige Evidenz, siehe auch im Evidenzreport. Somit kann der routinemäßige Einsatz von halbtherapeutisch dosierten NMH aktuell nicht empfohlen werden. In begründeten Einzelfall, zum Beispiel ausgeprägter Adipositas oder stattgehabter venöser thromboemboliner Vorgeschichte, ist die empirisch intensivierte niedermolekulare Heparinprophylaxe unter sorgfältiger Abwägung des Risikos jedoch weiterhin eine vertretbare und im Klinikalltag häufig praktizierte Option. Auf der vorgenannten Grundlage spricht die Leitliniengruppe eine moderate Empfehlung gegen die Verwendung einer halbtherapeutischen niedermolekularen Heparinprophylaxe bei wegen Covid-19 hospitalisierten Patienten aus. Therapeutische Antikoagulation zur Beeinflussung einer Krankheitsprogression. Da die Ausbildung von Mikrothromben in der pulmonalen Endstrombahn als charakteristischer Befund des Covid-19-assoziierten ARDS angesehen werden kann, wurde der Nutzen einer therapeutisch dosierten Antikoagulation mit dem Ziel, über eine Prävention von orthotopen Mikrothromben die Gesamtletalität und Notwendigkeit organunterstützender Maßnahmen, zum Beispiel mechanische Beatmung, zu reduzieren, in retrospektiven und prospektiven Studien untersucht. Die vorliegenden randomisiert kontrollierten Studien untersuchten dabei verschiedene Patientenkollektive, hospitalisierte Covid-19-Patienten mit mechanischer Beatmung, gemischte hospitalisierten Patientenkollektive, überwiegend intensivpflichtige Covid-19-Patienten mit mindestens High-Flow-Sauerstoff oder überwiegend nicht intensivpflichtige Covid-19-Patienten ohne High-Flow-Sauerstoff, Beatmung oder Vasopressor-Inotropika. Hinsichtlich des Auftretens thromboembolischer Ereignisse nach 28 Tagen kann aufgrund der aktuellen Evidenz ein Vorteil in der Meta-Analyse für alle hospitalisierten Patienten festgestellt werden. Der kombinierte Endpunkt aus thrombotischen Ereignissen und Tod zeigt in zwei Studien für die Nicht-Intensiv-Patienten einen leichten Vorteil, signifikant in der Fixed-Effekt-Meta-Analyse, und in zwei Studien für intensivpflichtigen Covid-19-Patienten keinen Vorteil durch die therapeutische Antikoagulation. Alle hospitalisierten Patienten, unabhängig von der Krankheitsschwere, die mit einer Antikoagulation in therapeutischer Dosis in randomisierten Studien behandelt wurden, tendierten vermehrt zu schwerwiegenden Blutungen innerhalb von 30 Tagen. Nicht intensivpflichtige Patienten. Empfehlung 17. Bei hospitalisierten, nicht intensivpflichtigen Patienten mit Covid-19 und erhöhtem Risiko, zum Beispiel ein D-Dimer größer gleich 2 mg pro Liter, kann bei niedrigem Blutungsrisiko eine therapeutische Antikoagulation präferenziell mit niedermolekularen Heparin oder unfraktionierten Heparin erwogen werden. Für die Gabe einer Antikoagulation in therapeutischer Dosis verglichen mit einer Standard-Thromboembolie-Prophylaxe bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19
liegen aktuell 7 randomisiert kontrollierte Studien vor, von denen 3 Aussagen zu nicht intensivpflichtigen Patienten erlauben. Die ATAC Active4A REMAP CAP Studiengruppe untersuchte die Daten von 2219 hospitalisierten, nicht intensivpflichtigen Covid-19-Patienten aus ihren randomisierten Open-Label-Studien, getrennt vom Pool der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten. Eine Antikoagulation in therapeutischer Dosis mit Niedermolligem Heparin war mit einer absoluten Steigerung des Krankenhausüberlebens ohne Organunterstützung um 4% bei Patienten verbunden, die bei Studieneinschluss keine Unterstützung auf der Intensivstation benötigten, definiert das High-Flow-Sauerstoff, NIV-CPAP, nicht invasive Beatmung oder Verwendung von vasopressor-inotropen Medikamenten im Vergleich zur üblichen Thromboembolie-Prophylaxe. Hier erhielten allerdings 27% eine Thromboembolie-Prophylaxe in intermediärer Dosis. Ein Behandlungsnutzen wurde sowohl bei Patienten mit niedrigen als auch bei Patienten mit hohen D-Dimer-Spiegeln beobachtet, obwohl der Behandlungseffekt bei Patienten mit höheren D-Dimer-Spiegeln größer war. Die RAPID-Studie randomisierte 465 überwiegend nicht intensivpflichtige Patienten auf eine prophylaktische oder therapeutische Dosis Enoxaparin. Während es zu keinem signifikanten Unterschied des primären Endpunktes aus Tod, Beatmung oder Intensivaufenthalt nach 28 Tagen kam, wurde eine signifikante Reduktion der Mortalität in der therapeutisch antikoagulierten Gruppe beobachtet. Die HEP-COVID-19-Studie verglich bei 257 Patienten eines gemischten stationären Kollektivs eine prophylaktische mit einer therapeutischen Antikoagulation. Bei der Untersuchung der nicht intensivpflichtigen Subgruppe der HEP-COVID-Studie, das sind 150 Patienten, zeigt sich ein Vorteil der therapeutischen Antikoagulation hinsichtlich der Kombination aus Tod und thrombotischen Ereignis, siehe auch die Evidenzanalyse. In der Meta-Analyse zeigte sich für die 28-Tages-Mortalität in den nicht intensivpflichtigen COVID-19-Patienten der HEP-COVID-Studie wie auch der RAPID-Studie ein signifikanter Überlebensvorteil. Der kombinierte Endpunkt aus thrombotischen Ereignissen und Tod zeigt in 2 Studien für die Nicht-Intensiv-Patienten einen leichten Vorteil, signifikant in der Fixed-Effekt-Meta-Analyse. In Abwesenheit einer gesicherten Indikation kann eine therapeutisch dosierte Antikoagulation aktuell nicht routinemäßig empfohlen werden. Diese kann jedoch im Einzelfall präferenziell mit niedermolekularen Heparin oder unfraktionierten Heparin erwogen werden, wenn Patienten ein erhöhtes Risiko und niedriges Blutungsrisiko aufweisen, zum Beispiel D-Dimere größer gleich 2 mg pro Liter oder eine zeitnahe bildgebende Diagnostik zur Abklärung einer Lungenarterienembolie oder tiefen Beinvenenthrombose, zum Beispiel bei akuter Rechtsherzbelastung, unerklärter Verschlechterung des Gasaustausches und oder rasch ansteigenden D-Dimer nicht zur Verfügung steht. Wurde die Indikation zur therapeutischen Antikoagulation gestellt, ist bei deutlich eingeschränkter Nierenfunktion mit einer EGFR kleiner 30 ml pro Minute und fraktioniertes Heparin gegenüber niedermolekularem Heparin zu bevorzugen. Im Falle eines Nichtansprechens der APTT oder bei pathologischer Verlängerung der PTT bei Koagulopathie sollte das Monitoring einer UEFA-Therapie zusätzlich über eine Bestimmung der Antifaktor 10a-Aktivität erfolgen. Liegt aufgrund einer massiven Inflammation eine UEFA-Resistenz vor, kann alternativ Argatroban zur Anwendung kommen. Wegen des potenziell hohen Blutungsrisikos unter Argatroban sind eine kritische Indikationsstellung, eine adäquate Dosisanpassung bei kritisch kranken Patienten und ein sorgfältiges Monitoring zwingend erforderlich. Intensivpflichtige Patienten. Empfehlung 18. Bei Intensivpatienten ohne spezifische Indikation, zum Beispiel Lungenembolien, sollte eine therapeutische Antikoagulation nicht erfolgen. Empfehlungsgrad B, Pfeil nach unten. Die Evidenzgrundlage bei Intensivpatienten umfasst 4 dahingehend auswertbare Studien mit parenteraler Antikoagulation. Für den am stärksten gewichteten Endpunkt im Auftreten eines thrombotischen Ereignisses ohne Sterblichkeit bis zum Tag 28 weist die Effektschätzung basierend auf der REMAP-CAP-Studie und der HEP-COVID-Studie Subgruppe ein relatives Risiko
von 0,98, 95% Confidence Interval 0,86 bis 1,12, Fixed Effect Model auf, sodass bei Intensivpatienten eine therapeutische Antikoagulation keinen Effekt auf das klinisch relevante Outcome hat. Dagegen ist die Gefahr von schweren Blutungen nominell, jedoch nicht signifikant erhöht. In der Subgruppe der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten relatives Risiko 1,85, 95% Konfidenz der Wahl 0,81 bis 4,21. In der Meta-Analyse mit Studien zu allen Patientenkollektiven zeigte sich ein signifikant erhöhtes Risiko für schwere Blutungen, relatives Risiko 1,78, 95% Konfidenz der Wahl 1,15 bis 2,74. Die Action-Studie Rivaroxaban versus NMH-Prophylaxe hat nur eine kleine Anzahl von Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf untersucht, 51 versus 40 Patienten pro Gruppe. Insgesamt zeigte diese Studie jedoch ähnliche Effekte wie die REMED-CAP-Studie zu den intensivpflichtigen Covid-19-Patienten im Hinblick auf das Auftreten thrombotischer Ereignisse oder Sterblichkeit bis zum Tag 28. Bei der 28-Tages-Mortalität zeigte sich in drei Studien bei intensivpflichtigen Covid-19-Patienten ein nicht signifikanter Überlebensvorteil durch die therapeutische Antikoagulation. Die größte Studie mit über 1000 Covid-19-Patienten und eine kleine Studie mit 20 Intensivpatienten berichteten Krankenhausmortalität als Endpunkt und zeigten in der Meta-Analyse für alle Patienten unabhängig von der Krankheitsschwere keinen Vorteil durch die therapeutische Vollantikoagulation. Die Evidenzsicherheit wurde für die meisten Endpunkte aufgrund von Bias-Risiko und Indirektheit oder aufgrund von Ungenauigkeit bzw. Heterogenität der Effektschätzungen herabgestuft. Die größte Studie mit dem höchsten Gewicht in den Analysen und mit über 1000 intensivpflichtigen Covid-19-Patienten verabreichte nur bei 80% der Patienten in der Interventionsgruppe eine Antikoagulation in der therapeutischen Dosierung ohne Angabe von Gründen Bias-Risiko und über 59% der Vergleichsgruppe erhielten eine Antikoagulation in halbtherapeutischer oder höherer Dosierung indirekt. In Anbetracht der sehr fraglichen positiven Effekte auf den klinischen Verlauf bei Intensivpatienten, kein signifikanter Unterschied beim Auftreten thromboembolischer Ereignisse oder Sterblichkeit und einem Signal für vermehrte Blutungen sollte ohne eine spezifische Indikation, zum Beispiel Lungenembolie, eine therapeutische Antikoagulation nicht erfolgen. Komplexe Gerinnungsstörung. Die Entwicklung einer disseminierten intravasalen Gerinnung mit Hyperfibrinolyse oder Verbrauchskoagulopathie ist selten und allenfalls in fortgeschrittenen Krankheitsstadien zu beobachten. Zur Beschreibung der hämastoziologischen Laborveränderung wurden unter Berücksichtigung der spezifischen Pathophysiologie die Begriffe Covid-19, assoziierte Koagulopathie, CAC und pulmonale intravaskuläre Koagulopathie, PIC, eingeführt. Bei Covid-19-Patienten mit komplexer Koagulopathie ist ein Monitoring relevanter Laborparameter Thrombozytenzahl, Quick-INR, Fibrinogen, Dedimere, Antithrombin sinnvoll. Kapitel 7 Maßnahmen bei akuter hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz. Kapitel 7.1 Sauerstoffgabe, High-Flow-Sauerstofftherapie, nicht-invasive Beatmung, Bauchlagerung. Empfehlung 30. Ziel bei akuter hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz bei Covid-19 ist, eine adäquate Oxygenierung sicherzustellen. Es sollte eine SpO2 92-96% bei Patienten mit Hyperkapnierisiko 88-92% erreicht werden. Ein Pfeil nach oben. Empfehlung 31. Wir schlagen vor, bei Patienten mit Covid-19 und hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz mit einer FiO2-Ratio von 100 bis 300 mmHg unter kontinuierlichem Monitoring und ständiger Intubationsbereitschaft einen Therapieversuch mit High-Flow-Sauerstofftherapie, HFNC oder CPAP nicht-invasiver Beatmung durchzuführen. Empfehlung 32, evidenzbasierte Empfehlung. Bei Patienten unter High-Flow-Sauerstofftherapie und CPAP-NIV sollte zusätzlich eine Bauchlagerung durchgeführt werden. Empfehlungsgrad B, ein Pfeil nach oben. Therapeutisch stehen bei Vorliegen einer Hypoxämie bzw. einer respiratorischen Insuffizienz zunächst die Gabe von Sauerstoff über Nasensonde, Venturi-Maske und High-Flow-Sauerstofftherapie HFNC im Vordergrund. Die High-Flow-Sauerstofftherapie wird bei akuter hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz häufig eingesetzt und kann im Vergleich zur
konventionellen Sauerstofftherapie die Notwendigkeit einer Intubation reduzieren, ohne die Sterblichkeit signifikant zu beeinflussen. Bei progredienter Verschlechterung des Gasaustausches und vermehrtem Sauerstoffbedarf ist die Indikation zur CPAP-Therapie oder nicht-invasiven Beatmung, NIV, bzw. invasiven Beatmung zu überprüfen. Da es bei diesen Patienten zu einer raschen Verschlechterung kommen kann, ist ein kontinuierliches Monitoring unter ständiger Intubationsbereitschaft zu gewährleisten. Halfloid-Nasal-Kanüle und NIV sind bei akuter hypoxämischer Insuffizienz auf der Intensivstation durchzuführen. In verschiedenen retrospektiven Kohortenstudien wurde eine ergänzende Bauchlagerung bei wachen, nicht invasiv beatmeten oder mit HFNC therapierten Patienten für wenige Stunden beschrieben, die sich allerdings nicht für alle Patienten unter NIV oder HFNC als tolerabel oder durchführbar erwies. Oftmals fand sich darunter eine Verbesserung der Oxygenierung, andererseits wurden auch Intubationsverzögerungen beschrieben. Eine prospektive Studie, durchgeführt zwischen April 2020 und Januar 2021, konnte eine Reduktion der Intubationshäufigkeit aufzeigen, was sich in einer weiteren kleineren prospektiven Studie bestätigte. Wenngleich die Mortalität zwar nicht reduziert wurde, so zeigt sie in beiden Studien, dass es neben der Reduktion der Intubationsrate unter Bauchlager zu keiner Prognoseverschlechterung kommt. Empfehlung 33, evidenzbasierte Empfehlung. Wir schlagen vor, bei Patienten mit Covid-19 und einer schwereren Hypoxämie, PaO2-FiO2-Ratio kleiner 150 mmHg und einer Atemfrequenz über 30 pro Minute, die Intubation und invasive Beatmung zu erwägen. Bei einer PaO2-FiO2-Ratio von unter 100 mmHg sollten im Regelfall eine Intubation und invasive Beatmung erfolgen. Empfehlungsgrad B, ein Pfeil nach oben. Bei Covid-19-Patienten mit schwerer respiratorischer Insuffizienz sind bislang die für eine Non-Covid-Situation gültigen Empfehlungen angewendet worden, wonach bei Patienten mit schwerer Form der ambulant erworbenen Pneumonie unter Beachtung der Kontraindikation und Abbruchkriterien und bei mildem ARDS mit einer PaO2-FiO2-Ratio zwischen 201 und 300 mmHg ein Therapieversuch mit NIV erwogen werden kann. Die Empfehlung zur Intubation beruht in erster Linie auf der S3-Leitlinie-Empfehlung zur invasiven Beatmung. Patienten mit schwerem ARDS und einer PaO2-FiO2-Ratio kleiner gleich 100 mmHg primär invasiv zu beatmen. Es zeigt sich bei Covid-19 im Hinblick auf die in Praxi erfolgten therapeutischen Entscheidungen zu nicht-invasiver wie invasiver Therapie sowie die erzielten Ergebnisse eine extreme Heterogenität. Daten aus RCT zu Vorteilen bzw. Risiken einer invasiven Beatmung versus einer möglichst ausgedehnten NIV-Therapie bei Covid-19-Patienten fehlen bisher. Außerdem muss die Evidenz als indirekt bewertet werden, weil keine RCT mit definierter Interventions- und Kontrollgruppe eingeschlossen werden konnten, sondern bei klinischer Verschlechterung von einem hohen Crossover vom NIV in den interinvasiven Beatmungsarm ausgegangen werden muss. Aus der systematischen Recherche wurde für diese Leitlinie retrospektive Studien aus dem Review von Schünemann sowie den nachfolgenden Updates einbezogen, deren Aussagesicherheit zum Vergleich NIV-invasive Beatmung sehr schwach ist. Zusätzlich wurden zwei aktuelle randomisiert kontrollierte Studien sowie größere Fallserien berücksichtigt. Das Therapieversagen unter nicht-invasiver Behandlungsstrategie bei Covid-19 schwankt erheblich. Für High-Flow-Nasal-Kanüle werden Versagerquoten von 32,2% und 35,6% berichtet. Für CPAP-NIV liegen sie zwischen 27,9% und 61,5%. Speziell für die CPAP-Therapie mit Helm werden 44,6% berichtet. Die Letalitätsraten unter High-Flow-Nasal-Kanüle werden mit etwa 15% angegeben, wobei hier bei der Stellenwert von HFNC im Rahmen der Therapiealgorithmen und das oft retrospektive Studiendesign zu berücksichtigen ist. Eine zwischenzeitlich vorliegende prospektive Studie fand beim Einsatz von HFNC eine mit 34,3% niedrigere Intubationsrate gegenüber 51% bei Standardsauerstofftherapie. Hazard Ratio 0,62, 95% Kontinenzintervall 0,39 bis 0,96. Statistisch signifikant mit einem P-Wert von 0,03. Das insgesamt einhergehend mit einer rascheren klinischen Erholung.
Neben anderen respiratorischen Kriterien, zum Beispiel Atemfrequenz über 40 pro Minute, stellten unter Therapie mit einer PaO2 kleiner 55 mm Hg und einer SpO2 kleiner 92% für mehr als 5 Minuten ein Intubationskriterium dar. Der Vorteil der niedrigeren Intubationsrate und der rascheren klinischen Erholung zeigte sich jedoch nur in der Altersklasse unter 60 Jahren. Für den direkten Vergleich der beiden nicht-invasiven Strategien HFNC und NEV in der Therapie von Covid-19-Patienten liegen mittlerweile 2 RCT und eine retrospektive Matched-Pair-Analyse vor. In einer prospektiv randomisierten Studie zum Vergleich von HFNC und Helm-NEV war die Intubationsrate unter Helm-NEV signifikant niedriger, ohne dass sich ein signifikanter Unterschied bezüglich der beatmungsfreien Tage innerhalb von 28 Tagen und der Krankenhausmortalität von 25% für HFNC und 24% für Helm-NEV zeigte. Nach den Ergebnissen des Recovery Trials führt eine initiale Strategie mit CPAP-NEV verglichen mit konventioneller Sauerstofftherapie zu einer signifikanten Reduktion des Intubationsrisikos oder der Mortalität, 36,3% versus 44,4% absolute Differenz minus 8%, Konfidenzintervall minus 15% bis 1%, P-Wert 0,03 signifikant. Demgegenüber bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen initialer High-Flow-Therapie und konventioneller Sauerstofftherapie, wobei die Studie hinsichtlich dieses Vergleichs underpowered war und ein Crossover zwischen den Gruppen bestand. Die PaO2-FE2-Werte zum Zeitpunkt der Intubation lagen, Medianwert und Interquartilbereich, bei 69,5 bis 111 mmHg für CPAP-NEV, 75 mmHg für HIFLOW und 76 mmHg Standard-Sauerstoff. In einer allerdings retrospektiven Match-Pairs-Analyse von Patienten, die im Rahmen des prospektiven RESC-19-ICU-Registry mit HFNC, NEV und oder invasiver Beatmung behandelt wurden, fanden Wendel, Garcia und Coworkers verglichen mit HFNC und invasiver Beatmung höhere Mortalitätsraten für die NEV. Dies galt sowohl für die initiale als auch für die im Rahmen einer Therapie-Eskalation erfolgte Anwendung. Wie beim klassischen ARDS ist die Letalität des CPAP-NEV-Versagens hoch, kann bis zu 50% betragen und ist abhängig von der Schwere der Oxygenierungsstörung. Auch hohe TIDA-Volumina über 9,5 ml pro Kilo im Körpergewicht in den ersten 4 Behandlungsstunden sind prädiktiv für ein NEV-Versagen. Einflussfaktoren für ein schlechtes Outcome sind zusätzlich Alter, BMI, Niereninsuffizienz, Hypertonus, eine hämodynamische Instabilität und ein erhöhter APGA-2-Score sowie eine verlängerte Zeitspanne von nicht-invasiven Verfahren bis zur Intubation. Zur Anwendung von Bauchlagerung bei wachen Patienten mit Covid-19-bedingter Gasaustauschstörung liegen aktuell 2 prospektiv randomisierte Studien und eine Meta-Analyse observationeller Daten vor. In einer großen 1.121 Patienten umfassenden prospektiven Studie zum Effekt der Bauchlage im wachen Zustand sahen Ehrmann und Coworkers bei Bauchlage weniger Therapieversagen, kombinierte Endpunkt aus Intubation und Tod, als bei einer Standardbehandlung, relatives Risiko 0,86, 95% Konfidenzintervall 0,75 bis 0,98. Das geringere Therapieversagen resultiert aus einer signifikanten Reduktion der Intubationsraten, hier Hazard Ratio 0,75, Konfidenz 0,62 bis 0,91, ohne dass es zu einer Reduktion der Sterblichkeit kam, hier Hazard Ratio 0,87, Konfidenz 0,68 bis 1,11 innerhalb von 28 Tagen. Auch die Krankenhausverweildauer und die Beatmungsdauer der invasiv beatmeten Patienten waren nicht signifikant unterschiedlich. Rosen und Coworkers konnten in einer ebenfalls kleineren prospektiven Studie keine Vorteile im Hinblick auf Intubation und Mortalität feststellen. Diese Beobachtungen bestätigten sich in einer Meta-Analyse von insgesamt 46 publizierten und 4 unpublizierten, allerdings alleinigen Observationsstudien, in denen 2.994 Patienten eingeschlossen wurden, von denen 921 Patienten mit HFNC oder CPAP-NEV im Gegensatz zu 870 Patienten mit Standardtherapie zusätzlich in Bauchlage gebracht wurden. Danach wurde die Bauchlage gut toleriert, hatte aber keinen Einfluss auf die Intubationsrate und führte trotz eines gewissen Trends dennoch zu keiner signifikanten Reduktion der Mortalität.
Exemplarisch wichtigster Vorteil von NEV und HFNC aus ist aus Patientensicht sicherlich die Vermeidung der Intubation und einer dazu notwendigen tieferen Sedierung sowie der Erhalt eines höheren Maßes an Wachheit, Bewusstsein und Kontaktfähigkeit. Wichtigstes Risiko liegt in der mit einem Therapieversagen assoziierten erhöhten Sterblichkeit bei Patienten mit schwerer Oxygenierungsstörung. Neben der Schwere des aktuellen Krankheitsbildes ist das Ausmaß der Oxygenierungsstörung ein wichtiger Prädiktor für das NEV-Versagen. Als kritische Grenze für eine erhöhte Letalität wird in den Leitlinien zur schweren hypoxischen respiratorischen Insuffizienz allgemein eine PaO2-FiO2-Ratio kleiner 150 mmHg beschrieben. Die aus mehreren nationalen Registern bzw. Studien zusammengetragenen PaO2-FiO2-Werte bei Intubation von Covid-19-Patienten schwankten jedoch zwischen 83 und 220 mmHg. Unter Berücksichtigung der für die jeweiligen Studien angegebenen Medianwerte und der Größe der Kollektive ergibt sich unter Berücksichtigung von 8254 Patienten aus diesen Studien ein mittlerer PaO2-FiO2-Wert von 125 mmHg bei Intubation. Teilweise erfolgt eine Fortsetzung nichtinvasiver Verfahren sogar bei PaO2-FiO2-Werten unter 100 mmHg, sodass ein PaO2-FiO2-Schwellenwert, bei dem intubiert werden sollte, nur einen Richtwert darstellen kann, der zumindest signalisiert, dass engmaschig die Dynamik des Krankheitsverlaufs und die klinischen Stabilitätskriterien im Blick zu behalten und zusätzlich Komorbiditäten bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen sind. In zwei Studien war eine Leitlinien- und evidenzbasierte Vorgehensweise vorteilhaft assoziiert mit dem Patienten-Outcome, geringere Intubationsraten, ventilatorfreie Tage und höheres Überleben. Dies beinhaltete eine an die Krankheitsschwere, vor allem Schwere der Gasaustauschstörung, angepasste stufenweise Therapie mit HFNC, nichtinvasiver Ventilation und invasiver Beatmung. Allerdings können erhöhte Arbeitsbelastung und Mangel an adäquat, insbesondere auch bezüglich NEV, ausgebildeten Personal wie auch Equipment ein limitierender Faktor bei der jeweiligen Anwendung der ressourcenintensiven Ventilationsverfahren sein. Zusammenfassend sind weder eine Frühintubation bei Covid-19 und respiratorische Insuffizienz noch eine Therapie mit HFNC-NIV bei schwerer, progredienter Oxygenisierungsstörung mit einem hohen Atemstress zu empfehlen. Die nichtinvasive Behandlungsstrategie stellt zwar eine erste Behandlungsoption dar, allerdings verschlechtert auch bei Covid-19 eine kritische Verzögerung der Intubation bei Nichtansprechen oder Versagen einer High-Flow-CPAP-NEV-Therapie die Prognose. Deshalb sollte eine notfallmäßige Intubation auch aufgrund des dann erhöhten Übertragungsrisikos unbedingt vermieden werden. In die Entscheidung zur Intubation müssen neben einer kritischen Störung der Oxygenierung und dem respiratorischen Stress Atemarbeit auf weitere klinische Faktoren einfließen. Dies betrifft insbesondere neben dem Alter auch Komorbiditäten und begleitende bzw. sich entwickelnde Organfunktionsstörungen. Auf Grundlage der vorliegenden Studien und in Anlehnung an die Empfehlung der S3-Leitlinie nicht-invasive Beatmung und invasive Beatmung wurden so die obigen Empfehlungen formuliert. Zudem wurde aufgrund neuer, prospektiver Daten auf Ransomware kontrollierten Studien zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit akuter respiratorischer Insuffizienz, welche vorteilhafte Effekte einer zusätzlichen Bauchlagerung bereits während der Phase der nichtinvasiven Beatmung bzw. HFNC zeigen, eine schwache Empfehlung für die Wachbauchlagerung ausgesprochen. Ergebnisse aus prospektiven Studiendaten, Hennivot Trial, Recovery Trial zum Vergleich von NIV und HFNC in der Therapie von Covid-19 assoziiertem akuten respiratorischen Versagen, veranlassen die Leitliniengruppe eine Präferenz zugunsten von CPAP-NIV gegenüber HFNC in der Therapie einer progredient respiratorischen Insuffizienz bei Covid-19-Patienten, die bisher nur Low-Flow-Sauerstofftherapie erhielten, auszusprechen. Hier das Ablaufschema Therapie Eskalation bei akuter respiratorischer Insuffizienz infolge Covid-19. Bei einer SpO2 kleiner 92% bzw. kleiner 88% bei Hyperkapnie-Risiko und einer Atemfrequenz größer gleich 30 pro Minute Low Flow Sauerstoff mit einem Ziel SpO2 kleiner 96%. Bleibt weiterhin die SpO2 unter 92% bzw. unter 88% bei Hyperkapnie-Risiko und die Atemfrequenz über gleich 30,
ist eine CPAP-NIV-Therapie alternativ High-Flow-Therapie einzuleiten, gegebenenfalls mit intermittierender Bauchlage. Kommt es zu einer weiteren klinischen Verschlechterung, progredienten Infiltraten, Atemfrequenz trotz dieser Maßnahmen größer gleich 30 pro Minute und einem PaO2-FiO2-Ratio unter 150 mmHg, sollte die Intubation erwogen werden. Bei einer PaO2-FiO-Ratio kleiner 100 mmHg Intubation, sofern keine Do Not Intubate Order vorliegt. Haben wir hier oben unter Low-Flow-Sauerstofftherapie keine Verschlechterung, weiter Low-Flow-Sauerstofftherapie, Evaluation alle 1-2 Stunden und dann geht es im Kreislauf immer so weiter. Kommen wir zur Aerosolbildung. Sowohl bei der Anwendung der High-Flow-Sauerstofftherapie als auch bei der NIV besteht in Abhängigkeit von den applizierten Beatmungsdrücken bzw. zunehmend Flow-Werten eine vermehrte Aerosolbildung, die bei Covid-19-Infektionen ein potenzielles Risiko für eine Viruskontamination darstellt. In einer italienischen prospektiven Untersuchung von 670 Covid-19-Patienten, die entweder mit HFNC, CPAP oder NIV behandelt wurden, betrug die Infektionsrate beim medizinischen Personal 11,4%. Jede Ausatmung erzeugt Aerosole, die abgehende Menge korreliert dabei mit der Atemzugtiefe. Eine vermehrte Abgabe infektiöser Partikel konnte bisher nur Patienten unter NIV mit Leckagesystem und erhöhter Sekretlast nachgewiesen werden. Studien zur Charakterisierung der Expirationswolke unter NIV und HFNC zeigen keine vermehrten Luftströme jenseits von einem Meter Abstand zum Gesicht des Patienten. Absolut notwendig ist allerdings, wie bei allen Patienten an Arbeit, die korrekte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung beim Personal, insbesondere korrekte Dichtsitz der FFP2-Maske. Ein adäquater Sitz der nasalen High-Flow-Brille bzw. der NIV-Maske beim Patienten ist wichtig, um die Aerosolbildung zu reduzieren. Bei der High-Flow-Sauerstofftherapie sollten die Patienten einen Mund-Nasen-Schutz über der Kanüle tragen. In Simulationsmodellen reduziert das die Expirationswolke. Ob hierdurch die Effektivität der High-Flow-Sauerstofftherapie kompromittiert wird, ist bisher nicht belegt. Auch liegen bisher keine klinischen Untersuchungen vor, ob damit eine Reduktion der Infektiosität zu erreichen ist. Bei Durchführung der NIV müssen Leckagen auf ein Minimum reduziert werden. Deshalb sollten bei Covid-19 Mund-Nasen-Masken, Vollgesichtsmasken oder Beatmungshelme zum Einsatz kommen. Zudem müssen leckagefreie Masken, Non-Vented-Masken Verwendung finden. Prozeduren an den Atemwegen. Prozeduren an den Atemwegen, Intubation, Bronchoskopie, offenes Absaugen, manuelle Beatmung, Tracheotomie sind aufgrund der Aerosolbildung zum Schutz des medizinischen Personals nur bei eindeutiger Indikation mit entsprechenden Schutzmaßnahmen inklusive Schutzbrille, Einweghandschuhen, FFP2, FFP3-Maske und Schutzbrille durchzuführen. Ergänzt werden kann dies mit einem Schutzvisier. Hier die Prozeduren an den Atemwegen, Aerosolbildung, den einzelnen Prozeduren und wie man die Risikominimierung vornehmen kann. Endotracheale Intubation, Notfall, Intubation vermeiden, Intubation durch Erfahrenen, Rapid Sequence Induction, Maskenbeatmung vermeiden, optimale Vorbereitung, Breathing, ideal Videolaryngoskopie, Armlänge, Abstand, endotrachealer Tubus mit Führungsstab, Präoxygenierung, dicht abschließende Gesichtsmaske, bimanuelle Maskenfixation, immer FiO2 1,0, Piepmax plus 5 cm H2O, 3 Minuten Spontanatmung mit Gesichtsmaske oder 1 Minute 8 bis 12 tiefe Atemzüge oder CPAP-NIV 5-15 cm Wassersäule. Aerosolbildung, fieberoptische Intubation, Risikominimierung vermeiden, wenn möglich, wegen den Aerosolen, gegebenenfalls Lokalanästhesie, Mund-Nasen-Schutzmaske, Patienten, Absaugung, geschlossene Systeme, nicht-invasive Beatmung, nur bei klarer Indikation. Non-Vented-Maske verwenden, Virenfilter optimalen Sitz der Maske sicherstellen. High-Flow-Sauerstofftherapie nur bei klarer Indikation, Mund-Nasen-Schutzmaske, Patient. Bronchoskopie nur bei klarer Indikation, Tracheotomie, Durchführung durch Erfahrenen, starke Aerosolbildung bei allen Verfahren, gegebenenfalls postponieren bis negative PCR, Diskonnektion des Tubus, HME-Filter auf Tubus belassen, abklemmen und Respirator Standby. Intubation.
Empfehlung 34. Eine Instrumentierung der Atemwege bei Covid-19 soll ausschließlich mit vollständig angelegter persönlicher Schutzausrüstung erfolgen. Zwei Pfeile nach oben. Insbesondere im Nahbereich kann das zusätzliche Tragen eines Schutzvisiers die direkte Kontamination des Gesichts durch Tröpfchen und Aerosole signifikant reduzieren. Statement. Für den in der indirekten Laryngoskopie Erfahrenen ist der Einsatz der Videolaryngoskopie bei Covid-19 eine Möglichkeit, mit einer größeren Distanz zu den Atemwegen der Patienten arbeiten zu können. Endotracheale Intubationen sind bei Patienten mit Verdacht auf bzw. nachgewiesener Covid-19-Infektion Hochrisikointerventionen. Diese Interventionen erfordern spezielle, kommunizierte und eingeübte Protokolle bezüglich Vorbereitung, Durchführung und Hygiene. Soweit wie möglich soll die Intubation daher geplant und damit elektiv durchgeführt werden. Der Einsatz transparenter Folie oder einer Box zur Reduktion einer Aerosolausbreitung werden zurückhaltend diskutiert. Aus Einschränkung der Operativität resultiert eine prolongierte Intubation. Ebenso kann es bei Erwachsenen und Kindern zu einer signifikanten Zunahme eines unerwartet schweren Atemwegs kommen. Hinsichtlich der Verwendung erging seitens der FDA eine eindeutige Warnung, verbunden mit dem Hinweis, dass diese im Fall prozeduraler Hindernisse Patientengefährdung unverzügt zu entfernen seien. Unumstritten scheint der Schutz des Intubierenden gegenüber direkter Tröpfchen- und Aerosolexposition bei Verwendung adäquat abdichtender Systeme und in Verbindung mit einer Absaugeinrichtung. Partiell offene Systeme, die Entfernung der Barrieren sowie potenziell notwendige Manipulation, schwieriger Atemweg, Stress und mangelnde Übung ermöglichen eine unkontrollierte Aerosolfreisetzung. Barrieren ersetzen keinesfalls die adäquate Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung und sollten, wenn überhaupt, nur additiv verwendet werden. Die Intubation sollte so möglich durch einen in der endotrachealen Intubation erfahrenen Arzt durchgeführt werden, um die Anzahl der Intubationsversuche und die Instrumentationszeit zu minimieren sowie eine Aggravierung der Hypoxämie zu verhindern. Es wird empfohlen, zur Erhöhung des Abstands zwischen Patienten und Intubierendem eine Videolaryngoskope zu benutzen, wenn dieses vorhanden ist und ausreichende Erfahrung mit der Methode besteht. Die Verwendung eines Führungsstabes bei der Intubation wird ausdrücklich empfohlen und ist ein Muss bei der Videolaryngoskopie. Auf fieberoptische Wachintubation sollte aufgrund der damit verbundenen Aerosolexposition nach Möglichkeit verzichtet werden. Dieses Verfahren kommt nur in Betracht, wenn keine andere Möglichkeit, zum Beispiel einem schweren Atemweg, besteht. Dabei kann zur Reduktion der Umgebungskontamination durch ausgeatmete Luft der Patient weiterhin eine MRS-Maske postponiert über den Mund tragen. Um eine Aerosolbildung bei Maskenbeatmung zu minimieren, sollte auf diese verzichten und nach einer Präoxygenierung über eine bimanuell fixierte, dicht sitzende Gesichtsmaske und bei einem Piep von kleiner gleich 5 cm H2O unter Spontanatmung eine Narkoseeinleitung als Rapid Sequence Induction durchgeführt werden. Zur Vermeidung weiterer Aerosolbildung wird bei sistierender Atmung nach Applikation des Muskelrelaxants kurz vor dem Zeitpunkt der Abnahme der Gesichtsmaske zur Intubation die weitere Sauerstoffzufuhr unterbrochen. 0-0 Frischglas Flow. Sofern nach Intubation und noch vor Anschluss an den Respirator wird ein HME-Filter auf den endotrachealen Tubus aufgesetzt. Prinzipiell sollen bei der Beatmung qualitativ hochwertige Virenfilter mit einer Filtrationseffizienz von mindestens über 99,9% eingesetzt werden. Diese Vorgaben erfüllen zahlreiche etablierte Produkte am Markt. Der Einsatz von mechanischen HEPA-Filtern hat theoretisch hinsichtlich der geringeren permeablen Partikelgröße Vorteile. Spezifische Tests oder Publikationen zum Einsatz von etablierten Beatmungsfiltersystemen bei Covid-19 existieren allerdings nicht. Bei Covid-19 und invasiver Beatmung sollte ein geschlossenes Absaugsystem verwendet werden. Bei einer erwarteten oder unerwarteten schwierigen Intubation sollte nach der S1-Leitlinie Atemwegsmanagement vorgegangen werden. Bei unmöglicher Intubation erfolgt als erste Rückfallebene der Einsatz eines supraglottischen Atemwegs, Larynxmaske. Führt diese nicht zur gewünschten Oxygenierung und liegt eine Cannot-Intubate, Cannot-Oxygenate-Zico-Situation vor, wird die unmittelbare Koniotomie empfohlen. Extubation. Idealerweise wird der Patient unter Vermeidung von Husten, Pressen und Blähmanövern extubiert. Die Verwendung eines geschlossenen Absaugsystems zur endotrachealen Absaugung unmittelbar vor der Extubation ist möglich.
Zur Extubation verbleibt der HME-Filter auf dem Tubus und wird dann gemeinsam mit diesem entsorgt. Idealerweise gelingt nach der Extubation die Oxygenierung über Sauerstoffgesichtsmaske mit einem Reservoir. Invasive Beatmung, adjuvante Maßnahmen. Empfehlung 35. Bei beatmeten Patienten mit Covid-19 und ARDS sollte das Titervolumen kleiner gleich 6 ml pro Kilo Körpergewicht Standardgewicht betragen, der inspiratorische Atemwegsdruck kleiner gleich 30 cm Wassersäule. In verschiedenen Leitartikeln und kleineren Fallserien wurde zu Beginn der Corona-Pandemie vermutet, dass das Covid-19-ARDS atypisch ist, da es sich zumindest in einem Teil der Fälle in der Frühphase durch eine höhere Compliance, reduzierte Rekrutierbarkeit sowie eine hohe Schandfraktion vom klassischen ARDS unterschied. In den zuletzt publizierten größeren Studien zeigte sich aber, dass es bei Patienten mit Covid-19-assoziiertem ARDS im späteren Verlauf im Vergleich zu sonstigen Ursache des ARDS keine signifikanten Unterschiede im Hinblick auf Lungencompliance, Beatmungsdruck und Driving Pressure gibt. Aufgrund fehlender randomisierter Studien zur Beatmungstherapie bei Covid-19 leiten sich daher die Empfehlungen zur Beatmungstherapie von den zuletzt publizierten Leitlinien zur invasiven Beatmung bei akuter respiratorischer Insuffizienz ab. Dies beinhaltet die Empfehlungen zum Titervolumen kleiner gleich 6 ml pro Kilo Körpergewicht, ideales Körpergewicht und dem endinspiratorischen Atemwegsdruck kleiner gleich 30 cm Wassersäule. Empfehlung 36. Für die orientierende Einstellung des PEEP bei Covid-19 sollte die FiO2-PEEP-Tabelle des ARDS-Networks berücksichtigt werden. Durch ein engmaschiges Monitoring kann der PEEP der individuellen Situation des Patienten angepasst werden. Hinsichtlich der Einstellung des positiven endexpiratorischen Drucks PEEP erscheint für Patienten in der Frühphase ohne klassische Konsolidierung, hohe Compliance, erwartbar geringe Rekrutierbarkeit, die PEEP-Einstellung entsprechenden Werten der Low FiO2-PEEP-Tabelle sinnvoll. Bei der klassischen bildmorphologischen Ausprägung eines ARDS mit reduzierter Compliance sollte die Einstellung eher nach der High FiO2-PEEP-Tabelle erfolgen. Beim ARDS und einem PaO2-FiO2 kleiner 150 mm G soll konsequent eine Bauchlagerung durchgeführt werden. Das Bauchlagerungsintervall beträgt dabei mindestens 16 Stunden. Im Einzelfall können zur Überbrückung einer schweren Hypoxämie die Applikation von inhalativem NO, eine Muskelrelaxierung oder ein Rekrutierungsmanöver erwogen werden. Bei Patienten mit schwerem ARDS und therapierefraktärer Hypoxämie, PaO2-FiO2-Quotient kleiner 80 bzw. 60 mm G, ist der Einsatz der venovenösen ECMO eine therapeutische Option, um den Gasaustausch zu stabilisieren. Eine ECMO-Anlage ist allerdings nur in Erwägung zu ziehen, wenn alle sonstigen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind, keine Kontraindikationen bestehen und der Patientenwille diesbezüglich evaluiert ist. In einer aktuellen französischen Studie lag die Sterblichkeit von mit venovenöser ECMO behandelten Covid-19-Patienten nach 19 Tagen bei 54%. Das Management von Analgesie und Sedierung bei intensivmedizinisch behandelten Patienten sollte zielgerichtet erfolgen und anhand validierter Messinstrumente überwacht werden. Das Sedierungsziel umfasst allenfalls eine leichte Sedierung, insbesondere mit Hinblick auf die Nebenwirkungen der Sedativa wie Delirdepression, Atmung, Hypotension und Immunsuppression. Tiefe Sedierung und Übersedierung sind auch bei Covid-19-Erkrankten ein Risikofaktor für ein schlechteres Outcome. Tracheotomie. Im Rahmen einer invasiven Beatmung kann die Tracheotomie das Weaning vom Respirator beschleunigen und somit Intensivkapazitäten schaffen. Die Tracheotomie ermöglicht wie bei anderen Patientengruppen auch eine Reduktion bzw. einen Verzicht auf Sedativa und somit die mögliche Konversion in ein Spontanatmungsverfahren mit Reduktion des Risikos für die Entwicklung einer Critical Illness Myopathie oder Polyneuropathie nach Langzeitbeatmung. Dennoch sollten bei Patienten mit verbesserten Organfunktionen, insbesondere bezogen auf die Lungenfunktion, die Kriterien zur Extubation überprüft und diese gegebenenfalls durchgeführt werden. Jedoch ist gerade bei Covid-19-bedingter Viruspneumonie die Gefahr eines Extubationsversagens hoch. Dann notwendige Maßnahmen zur Vermeidung einer Reintubation gehen mit vermehrter Aerosolbildung einher. Die Entscheidung zur Tracheotomie bleibt trotz Vorliegen einiger Empfehlungen, zum Beispiel Traumapatienten, eine Einzelfallentscheidung. Allgemeine Empfehlungen geben aufgrund der mit zunehmender Beatmungsdauer abnehmenden Viruslast bei Covid-19 an, eine Tracheotomie eher ab dem 14. oder sogar 21. Beatmungstag durchzuführen.
Aktuell wird der Fokus aber vermehrt auf den klinischen Zustand des Patienten gelegt. Laryngeale Schädendysfunktion, eine ventilatorassoziierte Atrophie der Atemhilfsmuskulatur und die Kommunikationsfähigkeit der Patienten sprechen eher für eine frühere Tracheotomie, durchaus auch vor dem 14. Beatmungstag, das Vorliegen eines Multiorganversagens eher für eine spätere Tracheotomie. Der Patient sollte vor der Tracheotomie respiratorisch so stabil sein, dass er notwendige Apnoephasen für die sichere Durchführung der Tracheotomie toleriert. Mögliche Verfahren sind die percutane Dilatationstracheotomie, die chirurgisch-plastische Tracheotomie oder Hybridverfahren. Für die percutane Dilatationstracheotomie sprechen eine schnellere und unkompliziertere Durchführung durch das intensivmedizinische Personal selbst ohne Einbindung operativen Personals. Für ein chirurgisches Verfahren sprechen die kontrollierte Durchführung mit geringerem Risiko der Kontamination durch chirurgische Präparation der Trachea im Vergleich zur Punktion, ein gesicherter Atemweg auch bei akzidentieller Dislokation der Kanüle während Bauchlagerung, der mögliche Verzicht auf eine Bronchoskopie mit zusätzlicher Aerosolbildung sowie das häufige Vorhandensein von Adipositas bei Covid-19-Patienten als relative Kontraindikation für ein dilatatives Verfahren. Analog zur Intubation sollte die Anzahl des vorhandenen Personals auf das Notwendigste beschränkt werden und erfahrenes Personal den Eingriff durchführen. Risikofaktoren seitens des Patienten sowie seitens des Personals sollten in jedem Fall bedacht werden und die lokalen Gegebenheiten und Expertisen mit in die Entscheidung zur Tracheotomie und dem jeweiligen Verfahren einfließen. Es existieren zwar keine Covid-19-spezifischen Bienenkonzepte, prinzipiell sollten aber auch nach Tracheotomie bei Covid-19 die strukturellen, personellen und apparativen Vorgaben entsprechende Leitlinien prolongiertes Weaning inklusive infektiologischer und hygienischer Aspekte bei Covid-19-Anwendungen finden. Eine aktuelle Ergänzung der Leitlinie prolongiertes Weaning teilt Covid-19-Patienten entsprechendes Weaning-Potenzials in drei Kategorien ein und vertieft die sich daraus ergebenden Aufgaben für die Weaning-Zentren. Wir haben jetzt das Kapitel 4 besprochen, Kapitel 7. Der nächste Clip widmet sich dann Diagnostik, Unterbringung, Hygienemaßnahmen und Kreislaufstillstand und kardiopulmonale Reanimation. Alle sehr ausführlichen Informationen und Ergebnisse können Sie der Homepage der AWMF entnehmen. Hier die aktuelle Publikation vom Ende Februar 2022.